Du hast eine WordPress-Seite mit viel Inhalt und setzt es auf die Möglichkeit, zum Beispiel auf der einen Seite Text zu präsentieren und auf der anderen Seite ein Bild einzupassen. Das funktioniert meistens sehr gut, wenn man längere Geschichten erzählen will oder immer wieder die gleiche, wie wir hier in unserem Beispiel. Es hat nur einen großen Nachteil: Wenn man jetzt auf Mobile geht, stacken diese Spalten üblicherweise genau falsch rum. Denn man hat jetzt plötzlich hier einen Text, dann ein Bild, dann wieder ein Bild, dann ein Text, dann wieder ein Text. Also du siehst, es ist genauso, wie wir es nicht haben wollen. Wie man es jetzt hinbekommt, dass man im Divi-Theme, mit dem wir hier arbeiten, dafür sorgt, dass einzelne Spalten genau andersrum auf Mobile übereinander gestapelt werden, erkläre ich dir im heutigen Video. Der erste Schritt ist, dass du rausbekommen musst, welche von den Spalten du quasi drehen willst. Das heißt, wir gehen nochmal zurück hier auf Mobile und wir sehen, die erste Zeile wäre zum Beispiel eine, die man super drehen könnte, denn man möchte erst das Bild anzeigen und dann erst den Text. Sobald man sich darüber im Klaren ist, geht man hier im Aufbau an diese Zeile heran und sagt jetzt der, dass man bei den Advanced-Einstellungen, bei den erweiterten Einstellungen, bei der CSS-Klasse die Klasse Reverse mit reinnehmen möchte. Ich persönlich bin ein Riesenfan davon, wenn man sowieso schon mit Divi arbeitet, das nicht hier einzutragen, sondern sich ein Preset zu bauen. Also man sagt, man hätte gerne einen neuen Preset. Dann sagt man sich hier zum Beispiel umgekehrte Reihenfolge Mobile. Das finde ich persönlich eine sehr bezeichnende Beschreibung. Und dann sagen wir hier, dass wir das Advanced so machen wollen. Es hat am Ende den gleichen Effekt. Es hat nur einen Vorteil, und zwar: Wenn wir jetzt wissen, okay, das möchten wir gedreht haben und dann logischerweise auch das wieder, dann muss man eben nicht wissen, ah, ich muss jetzt auf erweitert, ich muss jetzt was eingeben, sondern man schaltet jetzt hier oben einfach beim Preset auf die umgekehrte Reihenfolge um. Das kriegt normalerweise jeder hin, auch jemand, der das erste Mal mit der Seite arbeitet, und dann ist man hier fertig. Also ist beim ersten Mal minimal mehr Aufwand, aber in der Folge hat man dann eigentlich weniger Stress. Und damit sind wir eigentlich schon durch. Wir können jetzt hier die Ansicht wieder wechseln, weil man danach so einfach auf die Preview gehen kann. Und dann in der Preview lädt das Ganze neu. Und jetzt sind wir auch schon auf der mobilen Ansicht und wir sehen jetzt, dass hier unterhalb unseres Beispieltextes erst das Bild kommt, dann der Text, dann kommt wieder ein Bild, dann kommt wieder ein Text und so weiter. Und es passt quasi einfach. Also jetzt würde ich sagen, so können wir das quasi lassen. Ich zeige dir jetzt noch, was du machen musst, damit es bei dir auch so einfach funktioniert. Und zwar musst du irgendwo hin, wo du eigenen CSS-Code einfügen kannst. Wenn du das Divi-Theme verwendest, geht das hier unter Theme Options zum Beispiel. Wenn du das angeklickt hast, kannst du auf der Seite hier bei den General-Einstellungen, bei den allgemeinen Einstellungen ganz nach unten scrollen und dann muss der Code rein, den du unten in der Videobeschreibung findest. Einfach anklicken, dir den Code quasi komplett kopieren und dann dort wieder einfügen. Falls du ein anderes Theme verwendest, dann ist es prinzipiell auch möglich, das zu machen. Das Problem ist nur, dass die Bezeichnung von der Row anders sein könnte. Bei Divi heißt die ETPB Row. Du müsstest jetzt quasi hier schauen, wenn du so ein Aufbau hast mit so einer Spalte und einer Zeile, müsstest hier quasi einen Rechtsklick machen, untersuchen und dann müsstest du hier gucken, okay, das ist die Spalte, die heißt bei uns ETPB Column. Und dann, wenn ich jetzt einmal höher gehe, das geht mit links auf der Tastatur, dann habe ich die ETPB Row. Wenn es bei dir irgendwie Col heißt oder sowas oder Row vielmehr, einfach nur Row ohne ETPB, dann müsstest du quasi das entsprechend ersetzen und dann kannst du diesen Code auch für dich verwenden. Ja? Der funktioniert theoretisch zum Beispiel auch auf Elementor. Bei Elementor gibt es allerdings eine Möglichkeit, soweit ich weiß, einfach nur anzuklicken, ja, ich möchte bitte die Reihenfolge auf Mobile vertauschen. Auf Divi fehlt es bisher noch, aber die haben wir uns jetzt quasi selbst gebaut. Also dieser Code einfach rein in den CSS-Abschnitt und dann bist du damit quasi auch schon durch. Wenn du jetzt noch wissen möchtest, wie man diesen Aufbau nachstellt, dass du eben das Bild links hast, den Text rechts daneben und das Ganze im Wechsel machst, dann haben wir ein eigenes Video davor, wo wir das schon mal komplett erklärt haben. Das verlinke ich dir hier mal, da kannst du gerne mal reinschauen, quasi als nächstes anschauen. Falls das Video geholfen hat oder zumindest dich ein bisschen unterhalten hat, am besten einen Daumen hoch geben, den Kanal abonnieren, würde ich mich sehr freuen. Dann sehen wir uns bald mal wieder hier. Mach's gut, bis dann.